Hi. Ja. Heute erzähle ich euch mal was Skurriles, was mir vor einer halben Stunde passiert ist. Kurze Vorgeschichte: Ich war bei meiner Oma essen, weil meine Eltern sind nicht da. Und ich bin ein faules Stück Scheiße und muss mich sehr gerne bekochen. Ja. Ich bin also mit meinem Hund dorthin gegangen, Nachbardorf. Und da passierte die erste Scheiße. Ich habe eine Band gehört. Ich bin ja ein ruhiger Mensch, also höre ich auch eine ruhige Musik. Die Band heißt Lordi. Nicht Lord, dieses Mädchen, das in Wirklichkeit Randy Marsh ist, sondern Lordi. Das ist eine, ganz kurz, mal kurz gucken, ob die das auch sind. Ja, die machen ein bisschen Hardcore-Musik, nennen wir es einfach mal so. Da, Lordi. Hard Rock und Heavy Metal, so wird das bezeichnet anscheinend. Also machen Hard Rock und Heavy Metal. Das bekannteste Lied ist Hard Rock Hallelujah von 2006, aber egal. Ja. Dann sind meine Kopfhörer kaputt gegangen, die ich mir vor 2 Monaten gekauft habe und die auch nicht so billig sind jetzt. Die gehen jetzt nicht mehr. War ich schon leicht salzig. Dann war ich bei ihr essen. Das Essen war lecker. Und dann bin ich halt irgendwann gekommen und gesagt, so, ich gehe jetzt. Es wird langsam dunkel. Und ich will noch im Hellen nach Hause kommen. Gesagt, getan, hab meinen Hund genommen, bin aus der Tür, wollte erstmal Musik hören, habe ich gemerkt, lustig, geht nicht. Erstmal eine Kippe angemacht, abgefuckt wie nix, gelaufen. Und irgendwann kommt mir eine Frau entgegen. Sie wirkte normal. Hat hier aber nichts zu heißen. An der Straße kommt ein Auto, ich ziehe meinen Hund ran, damit er nicht überfahren wird. Und ich sehe schon in ihren Augen, dass sie auf diesen Moment nur gewartet hat. Und sie kommt auf mich zu. Ja, was soll denn das jetzt? Sie haben dem Hund voll wehgetan. In meinem Kopf dann so, oh Gott, bitte verpiss dich einfach. Ja, der Hund hat auch Gefühle. Das ist echt nicht okay von dir. Ich so, kannst du mich bitte durchlassen? Ich will nach Hause. Ich habe meinem Hund nicht wehgetan. Ich habe ihm theoretisch das Leben gerettet. Sie so, warum duzt du mich jetzt? Das voll respektlos, nur weil ich eine Frau bin. Und auf den Satz habe ich schon sozusagen gewartet, weil es mir klar war, dass dieser Scheißsatz kommt. Ich wohne in einem Dorf, also ich wohne jetzt nicht in der Stadt, wo so alle möglichen Menschen aufeinandertreffen. Nee, ich wohne in einem Dorf. 1000 Menschen. Bauern. Metzger. Kinderscheiße. Was? Nix. Und ich so, Herr, was? Nee. Sie haben mich auch du genannt, also war ich auch so respektlos wie Sie. Und hab sie auch du genannt. Dann ging das los. Was mir einfällt, das voll respektlos. Diese scheiß Schubladendenken. Wie man nur so ein Assi sein kann. Okay, ich sah Assi aus. Ich hab einen Jogger an, einen saulangen Pulli und hatte eine Kippe in der Fresse. Und sie hört nicht auf. Und dann kam halt irgendwann dieser stinknormale Satz. Oh, diese scheiß Jugend von heute. Als ich jung war, war das noch ganz anders. Und ich frag so, ja, wie alt sind Sie eigentlich? Ja, ich bin 19. What the fuck? 19! Diese Dame ist 2 Jahre ungefähr älter als ich.
in ihrem Leben wahrscheinlich noch nichts gerissen. Mann, ich auch nicht, aber ich bin ja auch nicht. Und macht hier einen auf dem Obermacker. Ich bin echt fast ausgetickt. Und dann kam mir ein Video in den Kopf von Maxim. Und in meinem Kopf waren so viele Sachen. Und ich flüster so, ja, GG. So ohne nachzudenken. Und sie so, ja, diese Jugendsprache, das verstehe ich ja alles nicht. Ich so, ich hab gesagt, ja, GG. Ja, good game. Also, ja, gut gemacht sozusagen. Die so, oh, es ergibt ja gar keinen Sinn. Und ab dem Moment war ich richtig salty. Ich war richtig salzig. Ich wollte einfach nach Hause, mich an meinen scheiß Computer hocken und eine Runde zocken. Und dann werde ich da eine halbe Stunde belagert von einer Frau, die ich nicht kenne, die ich mal noch nie gesehen hat und die sich aufhört, als wäre sie die Queen von England. Ich hasse sowas. Ich bin wirklich nicht so der Typ für Streit. Ich provoziere gerne. Aber immer in Maßen. Aber wäre das ein Mann gewesen, ich hätte den so die Visage voll gehauen, einfach nur weil es mich so abgefuckt hat. Es war so respektlos. Dann denke ich mir halt so, was denken sich etwas ältere Menschen, wenn sie jemanden sehen, der 2 Jahre jünger ist als sie? Als wäre das, als wäre in diesem Zeitraum, als wären da Kriege ausgebrochen, als wäre die Pest ausgebrochen, als hätte sich alles geändert, als hätte man irgendwas erfunden, dass man auf den Mars fliegen kann oder so. Nee, ist nicht. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass die neuen Jugendlichen schon ein bisschen asozialer sind. Ein bisschen. Nicht wirklich viel. Und dann geht in meinem Handy, weil ich es nicht auf Stumm gestellt habe, Lordi an. Und dann war vorbei. Oh, du hörst so eine Scheiße. Diese Satans-Anbeter-Scheiß-Kacke. Und ich habe gedacht, okay, mit Hass kommst du hier nicht wirklich weiter. Aber ich sag, nee, das ist nicht Satansanbeterei. Das ist was Neues. Da werden keine Katzen, sondern Hunde geopfert. Hab meinen Hund angeguckt. Hab sie angeguckt. Hab ich meinen Hund angeguckt. Hab gegrinst. Und bin gegangen. Und das war wahrscheinlich das Beste, was ich machen konnte. Deswegen sag jetzt einfach mal heraus, wenn euch jemand dumm kommt, macht nicht dumm gegen ihn zurück. Bringt ihn aus der Bredouille. Und dann schubst dir so einen kleinen ironischen Satz nach. Und es ist okay. Gut. Ich werde mir jetzt neue Kopfhörer bestellen, werde mich in den Schlaf holen, das Video vielleicht irgendwann schneiden, keine Ahnung. Und würde sagen, habt ihr einen schönen Tag und haut rein.